Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich wollte eigentlich anders anfangen, aber angesichts dessen, was jetzt mir erzählt worden ist und was im Antrag steht, objektbezogene Gartenschauen, was kann man sich darunter vorstellen? Das ist doch etwas subskripter beschrieben. Auf der einen Seite wollen Sie Gartenschauen, auf der anderen Seite wollen Sie keine oder Sie wollen sowas Ähnliches wie Gartenschauen. Also was wollen Sie eigentlich? Und da fällt es mir echt schwer, diesem Antrag zuzustimmen. Und insofern plädiere ich halt doch, unserem Änderungsantrag zuzustimmen. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat sich im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten durchaus stark für den Erhalt der staatlichen Gärten und Parks engagiert und auch EU-Fördermittel in diese Projekte gelenkt. Denken wir an die Investitionen von 8,5 Millionen in die Rekonstruktion des Schlossgartens hier in Schwerin oder aktuell in die Rekonstruktion des Schlossparks Miro. Aber auch kleine Vorhaben wie die Umgestaltung des Gutparks in Rabensteinfeld bei Schwerin bezeugen den Willen des Landes und der Kommunen, die kulturhistorisch wertvollen Anlagen zu erhalten und wiederzubeleben. Insgesamt verfügen wir hier in Mecklenburg-Vorpommern, das haben auch meine Vorredner schon gesagt, über 8 sehr schöne und großartige Gartenpark-Ensembles. Und wenn wir hier heute über die Perspektiven dieser Gärten und Parks reden, dann müssen wir uns vergegenwärtigen, dass wir uns auf diesem Gebiet in einem stetigen Wettbewerb mit ähnlichen Anlagen in anderen Bundesländern befinden. Und so ist es immer wieder eine Frage, wie wir auf unsere Anlagen aufmerksam machen und wie sie eingebunden werden in ein originelles Landesmarketingkonzept sowie in regionale und kommunale Kultur- und Tourismuskonzepte. Seitens des Landesmarketings wurde in puncto Werbung viel in entsprechende Internetauftritte investiert. Sie bieten in einem attraktiven Gewand schnell und übersichtlich wichtige Informationen zu den Gärten und Parks überall im Land. Mit der Gartenroute Mecklenburg-Vorpommerns und der Aktion Offene Gärten gibt es weitere, aus unserer Sicht durchaus gelungene Initiativen, die auf originelle Weise Genusskultur und Landschaftserleben und Kulturgeschichte verbinden. Mit der Insolvenz des Gartens von Marien und den Rückforderungen von 600.000 Euro durch das Landwirtschaftsministerium gibt es für die Gartenroute Mecklenburg-Vorpommern zwar aktuell einen Dämpfer, doch sollte ihre Grundidee in Kombination mit der Gastronomie-Offerte ländlich fein unbedingt weiter ausgebaut werden und beworben werden. Neben diesen Initiativen zeigt sich zudem an zahlreichen Beispielen, dass wir erhöhte Aufmerksamkeit für die Gärten und Parks bekommen, wenn sie mit passenden Veranstaltungsangeboten genutzt werden. Es fiel eben schon, das Beispiel eines der Vorzeigeprojekte ist in der Tat das kleine Fest im großen Park, das an einem Augustwochenende Jahr für Jahr die unterschiedlichen Nischen des Schlossparks Ludwigslust für ein facettenreiches Kleinkunstprogramm nutzt. Und in der Metropolregion Hamburg ist es schon lange kein Geheimtipp mehr. In diesem Sommer, meine Damen und Herren, hat das Festival 18.000 Besucherinnen und Besucher angelockt. Es war ein Zuschauerrekord. Es passiert also etwas in unserem Land und der Erfolg hängt maßgeblich am Engagement von einzelnen Akteuren und einzelnen Initiativen, die ihren Park und ihren Garten geschickt in Szene setzen. Mit Ihrem Antrag, sehr geehrte Damen und Herren, der Regierungskoalition sehen Sie insbesondere Gartenschauen als erfolgsversprechendes Marketinginstrument, um die Gärten und Parks zu verstärken und dauerhaft zu sichern. Wir Bündnisgrüne teilen diese Auffassung nicht. Ich erwähnte das am Anfang. Dies liegt in erster Linie daran, dass Gartenschauen trotz gegenteiliger Behauptungen vieler Veranstalter aus unserer Sicht mehrheitlich ein Fiasko für die öffentlichen Haushalte darstellen. Vor allem die Spitzenverbände des gewerblichen Gartenbaus halten am Modell Gartenbau fest. Schließlich haben sie in Form zum Beispiel der Bundesgartenschauen ein cleveres Geschäftsmodell entwickelt, das ihnen auf Kosten der Steuerzahler in beständiger Regelmäßigkeit lukrative öffentliche Aufträge sichert.
Doch trotz anfänglicher Begeisterung abgerechnet wird bei jeder Gartenschau, nee, das betrifft die staatlichen Gärten, wird bei jeder Gartenschau am Schluss. Und da gibt es in den austragenden Kommunen überwiegend katastrophale Ergebnisse. Sicher erinnern Sie sich noch an die 20 Millionen Euro Schulden, auf denen die Stadt Rostock nach der IGA 2003 sitzen blieb. Staatlich kommen wir gleich noch zu. Die Stadt Schwerin zum Beispiel prahlte nach der Bundesgartenschau 2009 mit angeblich 3 Millionen Euro Gewinn, vergaß aber zu erwähnen, dass zuvor gewaltige 60 Millionen öffentliche Mittel, 30 Millionen vom Land und 30 Millionen von der Stadt in das Großereignis geflossen sind, meine Damen und Herren, die sich niemals auch nur ansatzweise refinanzieren werden. Aktuelles Negativbeispiel ist die internationale Gartenschau in Hamburg, die noch bis Sonntag andauert. Auch dort wird mit Verlusten in der Größenordnung von 25 Millionen Euro gerechnet. Von den erhofften Besuchern kamen nicht einmal die Hälfte. Weitere Beispiele aus dem gesamten Bundesgebiet lassen sich anführen. Gartenschauen sind selten ökonomisch nachhaltig, aber auch im ökologischen Bereich trifft dieses zu. Im Zuge wahrer Gestaltungsorgien schließt man gerne im kollektiven Rausch weit über das Ziel hinaus und überplant, so wie bei der Buga in Schwerin, zahlreiche naturnahe Bereiche. Diese böten in ihrer natürlichen Qualität weit größere Vorteile als jene betonierten Ergüsse, angeblich visionärer Landschaftsgestaltung, die aufgrund hoher Unterhaltungskosten die Stadt Schwerin noch auf Jahre belasten werden. Ich meine hier explizit die sogenannte schwimmende Wiese, die Sie täglich mit einem Blick aus den Fenstern des Plenarsaals bewundern können. Allein 23 Millionen Euro war die einst als Veranstaltungsfläche angekündigte und heute weitgehend brach liegende Fläche dem Land und der Stadt Schwerin wert. Gerade mit Blick auf das benachbarte Gartendenkmal Schlossgarten war das rechteckig gefasste Schlossbeet vom damaligen Gartendirektor der Stiftung Schlösser und Gärten Potsdam Sanssouci, Professor Michael Seiler, als unpassend kritisiert worden. Insbesondere Gartenschauen haben die unangenehme Eigenschaft, derartige Großprojekte hervorzubringen. Aus unserer Sicht sind sie Ausdruck einer zügellosen und enthemmten Sucht von Kommunal- und Landespolitikern, mit Großprojekten zu glänzen und die eigene Bilanz aufzupolieren. Immer in der Hoffnung, dass am Ende niemand so ganz genau hinschaut. Unsere Fraktion plädiert dafür, unter Römisch 2, Ziffer 1 Ihres Antrages den Teilsatz im Rahmen objektbezogener Gartenschauen zu streichen. Wir möchten, dass die Möglichkeiten, wie unsere Gärten und Parks in ihrem Bekanntheitsgrad gesteigert werden können, ohne gesonderte Betrachtung von Gartenschauen geprüft werden. Der Ansatz an sich ist sehr begrüßenswert. Und Sie, Herr Niseri, hatten Ihre Meinung diesbezüglich bereits über die Presse kundgetan. Auch wir sehen auf Landesebene keine Gartenschauen und würden das begrüßen. Wir möchten den Antrag nach Punkt 1 und 2 getrennt abstimmen. Danke für die Aufmerksamkeit.